In meiner Forschung beschäftige ich mich mit makroökonomischen und finanzwissenschaftlichen Fragen aus langfristiger Perspektive. Wir gucken uns zum Beispiel an, wie sich Finanzkrisen in der Wirtschaftsgeschichte entwickelt haben und versuchen daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, was wir heute tun können, um die Risiken für die Finanzstabilität zu reduzieren. Wie haben sich historisch Finanzkrisen abgespielt? Welche Ursachen hatten sie und welche Folgen? Eine wesentliche Einsicht unserer Forschung war, dass wenn man Finanzkrisen verhindern will, die Wirtschaftspolitik nicht nur auf einzelne Banken gucken muss, sondern das Finanzsystem im Ganzen im Auge haben muss, um zum Beispiel Perioden von sehr hohem Kreditwachstum oder Perioden von sehr hohen Vermögenspreissteigerungen im Blick zu haben. Für die Zukunft kann ich mir gut vorstellen, Fragen der Finanzmarktökonomik mit Fragen der internationalen Beziehungen stärker zu verbinden. Das betrifft Fragen wie die Effekte von Finanzsanktionen, aber auch einen neuen Blick etwa auf die finanzielle Globalisierung und die Herausforderungen, die sie bringt.